jedem Abend geh ich aus, hin auf den Wiesensteg. Sie schaut aus ihrem Gartenhaus, ich sehe Tat am Weg. Wir haben uns noch nie bestellt, es ist nur so der Lauf der Welt. Es ist nur so der Lauf der Welt. Ich weiß nicht, wie es so geschah, seit lange küss ich sie. Ich bitte nicht, sie sagt nicht ja, doch sagt sie nein, noch nie. Wenn Lippe gern auf Lippe ruht, wir hinten nicht und singt es uns. Das Höfchen mit der Rose spielt, es fragt nicht, hast mich lieb. Das Röschen sich am Taue erkühlt, es sagt, ich lange lieb. Ich liebe sie, sie lieben mich, doch keines sagt, ich liebe dich. Doch keines sagt, ich liebe dich. Der Melon
Liebes Publikum, liebe Musikfreunde, wir sind sehr stolz, zu unserem heutigen Vlog, dem Vlog Nummer 6, das erste Mal ein Gesangsduo hier in diesen heiligen Hallen zu haben. Wir haben zu Gast Eneas Hum, Bariton, mit seiner Klavierpartnerin Dorjana Chakarova. Guten Abend. Habe ich beide Namen richtig ausgesprochen? Ja, richtig. Ja. Sehr richtig. wollt ihr kurz erzählen, wo ihr herkommt, Eneas? Gebt ihr die Ehre. Ladies first. Ja, ich komme aus Bulgarien ursprünglich, aber bin mit 17 nach Deutschland gekommen zum Studieren und bin auch hier geblieben. Ja. Und jetzt lebe ich in der Nähe von Stuttgart. Okay. Ja, mein Name ist Eneas Hum, ich komme aus der Schweiz, aus der Nähe von Zürich.
habe in Deutschland studiert und in Amerika und bin jetzt wieder in Deutschland und hier mit einem Deutschen verheiratet und wohne in Karlsruhe, wo ich am Badischen Staatstheater singe. Wunderbar. Und wie seid ihr zueinander gekommen als musikalisches Duo? Über Social Facebook. Media. So einfach geht das. Ja. Also ich. Ja, nee, also ich habe eine Sendung tatsächlich in Deutschlandfunk gehört Ja. mit ihm und ich war total fasziniert. Und da habe ich ihm einfach eine Freundschaftsanfrage geschickt und habe Ja. gesagt, sehr gut, super gesungen, super geredet. Und dann, oh, okay, wo wohnst du? Karlsruhe, Stuttgart? Ach, nicht so weit, sollen wir uns treffen? Haben wir uns getroffen und. Ja, und jetzt ist als Sänger ist es so schön, Pianistinnen und Pianisten zu finden, die auf Lied, also nicht nur spezialisiert sind, sondern dafür eine Leidenschaft haben. Und mit Doriana Lied zu arbeiten, ist wirklich also ein gemeinsamer Weg. Und also da ist der Klavierpart so wichtig wie die Stimme so wichtig wie der Klavierpart. Und da haben wir uns sofort gut verstanden. Ja. Ja. Ihr habt ja ein fantastisches Programm heute mitgebracht mit sehr schönen spätromantischen Liebesliedern, die wir eigentlich jetzt erstmal gehört haben. So Ja. ein fast, ja. Ja. Ist das was, was euch besonders am Herzen liegt, dieses Spätromantische? Oder, Eneas, wie würdest du das? Also ich liebe die Spätromantik, Ja. also die Kammermusik, die Lieder, die Ja. Opern. Und für die Opern bin ich zu jung, für die meisten aus der Spätromantik. Und da sind die Lieder ein guter ja, Zeitvertrieb, sage ich jetzt mal. Und was ich besonders mag, dass die Texte dann sehr bildlich werden. Also die Leidenschaft oder die Trauer ist gleichwertig vertreten im Klavier und im Gesang. Und die Krieg Lieder, die habe ich oft schon gesungen, auch im Konzert. Und die Lieder von Josef Marx habe ich dank Doriana kennengelernt, die sich mit seinem Werk sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Ja, Josef Marx ist ja ein Komponist, den wir nicht alle so gut kennen, aber wenn man die Lieder gehört hat, sollte man ein bisschen was davon auch kennen. Wie bist du da drauf gekommen auf Josef Marx? Also ich muss sagen, jetzt als Bulgarin habe ich jetzt nicht einen direkten Bezug zu Ja. Josef Marx, aber ich habe tatsächlich den Komponisten kennengelernt über einen Wettbewerb in Wien. Da war er als Ace Österreicher und da waren Lieder von ihm einfach ein Pflichtprogramm. Und dann war ich total hin und weg, weil es ist einfach unglaublich sinnliche Musik und dann habe ich mich eben damit beschäftigt und habe ich noch mehrere gefunden, die auch genauso schön waren und so weiter und so fort. Und dann habe ich dann irgendwann gelesen, er hätte über 150 Lieder komponiert. Und interessant ist, dass zwei Drittel, wahrscheinlich sind es jetzt endlich mehr, weil zwei Drittel von seine Lieder sind verlegt. Und ein Drittel wurde vor, sage ich mal, 2, 3 Jahre rausgebracht. An dieser Stelle vielen Dank an Werner Marichat nach Münster. Das ist ein Marx-Liebhaber, ein Pianist, der das ein Lieder aus dem Nachlass ganz aufwendig zusammengestellt hat, zum Teil mit Computer auch. Also hat sich ein Computer quasi Hilfe geholt, um das zu lesen, weil der Manuskript war wirklich zum Teil nicht einfach zu entziffern. Und hat diese Lieder aus dem Nachlass und zwei davon hatten wir ja heute. Und die sind weder irgendwo aufgenommen noch, wie gesagt, ganz frisch verlegt. Und diese Lieder aus dem Nachlass sind keinesfalls irgendwie schlechter als die bekannt sind. Aber Ja. warum sie erst jetzt entdeckt worden sind, liegt wahrscheinlich meiner Meinung nach an diesen Manuskripten, die dann irgendwo auch liegen geblieben sind und jetzt quasi. Und auch die Entstehungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg und Genau. das war alles sehr beschattet und man hat das irgendwie ein bisschen vergessen einfach, ja. Und Man kennt, ja, sorry. natürlich dann Hugo Wolf, der kurz davor war, stand natürlich dann mehr im Rampenlicht als Komponist. Und so hat man Marx diesen Nachlass halt bis jetzt vergessen eigentlich. Ja. Ja, der Marx gilt ja eigentlich als ein direkter Nachfolger von Liedschaffen des Hugo Wolfs im Liedschaffens und
Ja, es klingt so interessant, direkter Nachfolger, es ist nur so gesagt. Also in der Harmonik ist es sehr ähnlich und natürlich, wie gesagt, der Marx, der war unglaublich, dem war wichtig, die tonale Musik zu erhalten. Mhm. Insofern hat er sich auch an, eben an Hugo Wolf oder Reger, man hört auch Reger, viel Reger, bis ins Scriabin und sogar jetzt in den Liedern Nachlass gibt es auch ein bisschen Schumann. Also wir haben ein Brettellied im Volkston, das haben wir heute nicht gemacht, das ist so ähnlich, klingt nach Schumann. Mhm. Aber laut Wikipedia gilt er, wie gesagt, als direkter Nachfolger von Hugo Wolf, aber es hat seine eigene Sprache entwickelt und eigentlich zu Unrecht nicht ganz bekannt geworden. Da gibt es sicherlich noch einige Komponisten, die man, die so tonal nach dem Zweiten Weltkrieg noch komponiert haben, die wir nicht gut kennen. Und ich habe sehr viel Ottmar Schöck gesungen auch schon, und das ist interessant, weil er ist auch jemand, der eher rückwärts gewandt, also von der musikalischen Entwicklung. Also der war so gleichzeitig wie Alban Berg zum Beispiel, der viel weiter ging in sein Werk. Und Schöck war immer eher verhalten in der Harmonie und Marx auch. Und es ist deshalb jetzt nicht schlechter oder besser, aber er ist sozusagen ein Step back. Also und hat sich damit, hat er sich sein Gefäß für Ausdruck geschafft. Ja, es war dieser Kampf zwischen Verlassen des Tonalitäts und tonal bleiben. Ja. Und ich glaube, das war ziemlich heftig. Das war sicherlich ziemlich heftig. Ich glaube, aber wenn wir das heute aus schon doch fast 100 Jahren Entfernung wieder sehen, für uns spielen diese Kämpfe vielleicht auch nicht mehr so ganz diese Rolle. Wir können sagen, diese Musik ist schön oder diese Musik ist interessant. Und genau. Wenn man so ein Programm aussucht, wie macht man das? Ja, interessant. Also tatsächlich lassen wir die Katze aus dem Sack. Nein, ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen meine letzte CD aufgenommen. Da sind Lieder von Liszt, Grieg, Ullmann und Fanny Hensel gewesen. Und ich schaue immer bei Lied, dass man ein bisschen Raritäten dem Publikum präsentiert. Erstens, weil ich das liebe. Ich liebe es, was zu singen, was nicht 50 Mal schon von Herr Dieskau aufgenommen ist, was so wunderbar schon existiert, also dass man sich selber vielleicht ja finden kann auch. Und dieses Programm ist total zufällig auf uns zugekommen. Wir hatten diese Marx-Lieder, diese Wolf-Lieder, und die Sie dann noch hören werden, und dachten, das ist ein tolles Liederabendprogramm, und jetzt machen wir in 3 Wochen eine CD draus. Ganz zufällig während Corona, weil wir beide leider oder Gott sei Dank gerade dafür Zeit haben. Und sonst bei einem Liederabendprogramm kannst du mich gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt, auch was ein Sänger schaffen kann. Also das ist ja 50, 60 Minuten oder mehr alleine auf der Bühne. Du kannst nicht weggehen, also kannst mal kurz Wasser trinken oder so. Aber was du seelisch und stimmlich schaffst. Und da ist wichtig, dass es Werke gibt, bei denen man sich auch ausruhen kann, bei denen man sich nicht immer nur verausgabt, weil man natürlich verausgabt man sich auf der Bühne. Also wenn man sich nicht verausgabt, dann glaube ich, macht man irgendwie was falsch. Also wenn man jetzt nicht schwitzt, sage ich, dann macht man es ja auch nicht richtig. Natürlich soll man sich nicht kaputt singen, aber so ist es bei einem schönen Programm von uns jetzt auch heute. Was macht einem Spaß, was interessiert einen, und wie kann man auch gerade jetzt während Corona irgendwie die Herzen berühren, was meiner Meinung nach immer noch das Wichtigste ist. Ja. Sie haben eine große Begeisterung für das Lied. Auf jeden Fall kommt das bei mir so an. Wo kommt diese Begeisterung her? Ich glaube, es ist ganz einfach passiert. Ich habe ja sehr früh angefangen, Gesang zu studieren. Also gerade 18 geworden, und da fangen manche erst an zu singen. Und da hatte ich schon meine ersten Engagements, und was singt man mit 18? Man ist zu jung für die großen Rollen in der Oper, auch nicht seelisch so weit, und dann sucht man sich Lieder, die einen irgendwo abholen. Und so habe ich einfach das Lieben gelernt, mit dem Text zu arbeiten und auch mal ein Lied ganz neu zu interpretieren und eben mit wunderbaren Pianistinnen und Pianisten zu arbeiten. Und das habe ich seit der ersten Sekunde lieben gelernt. Und dann natürlich meine Lehrerin Edith Wiens, die ja so toll Lieder gesungen hat. Dann hat man natürlich auch eine Mentorin in der Hochschule, wo man einfach einen tollen Fundgrube an Wissen hat. Ja.
Und weil du hast mit 13 Stockhausen gesungen. Ja genau, als Sopran habe ich auch schon wieder gesungen. Ja. Stockhausen! Ich war fasziniert! Fasziniert! Okay. Ja. Gut. Wenn die Frau Wiens zuschaut, dann einen schönen Gruß nach New York. Ja, wir kennen uns auch aus ihrer Münchner Zeit hier ein bisschen. Ja. Genau, ja, das, ich weiß es, meine Frau hat auch ab und zu begleitet in der Klasse und ich kenne auch ihre Arbeit mit dem Lied und weiß deshalb, wie inspirierend das sein kann. So, dass man eigentlich, wenn man auch nur, wenn man zuhört, eigentlich gleich Lust hat, sich ans Klavier zu setzen, und zu, weil man jetzt eine Idee hat und zu sagen, jetzt mache ich das. Ja, ja. Und beim Lied ist das Schöne, also wenn man... ich singe jetzt auch viel Oper, also oder jetzt gerade während Corona studiere eher und probe. Aber beim Lied hat man eigentlich eine Geschichte, die in einer Oper zwischen drei Stunden, also einer und drei Stunden geht und man in seinem Sitz sitzt in der Oper und denkt, mein Gott, noch eine Arie, noch eine Szene, hat man im Lied sehr kompakt und es ist so erfrischend. Also wenn ich irgendwie eine Oper probe und es geht ewig, bis man zum Punkt kommt, in einem Wolf-Lied ist es zwei Seiten und Boom. Ja. Das finde ich total faszinierend. Eine kleine Oper, ja. Zwei Seiten. Ich fand das auch jetzt bei den Liedern von Grieg und Marx eigentlich so außergewöhnlich, wie knapp die eigentlich gehalten sind. Sozusagen bei Grieg hat man ja als Pianist auch manchmal Stücke, wo er sich so auslädt und hier ist alles drin, aber es sind zwei Phrasen und das war's und Nachspiel ist irgendwie... Ein Takt, oder? Und trotzdem hat man ein Ohrwurm und die meisten. Und trotzdem, ja. Und es macht auch Spaß zu spielen, oder? Ja, Krieg ist sowieso, also Krieg und Tchaikovsky, das ist natürlich jetzt auch als Liedpianist, da ist man einfach schon wirklich mit Herzen dabei. Und diese folkloristische Verbundenheit im Krieg, also dieses erste Lied, diese Bam 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 Bam, das ist irgendwie wie Peer Gynt für mich immer wieder. Ne? Oder auch die Sonate, die ihr aufgenommen habt. Das ist natürlich ist das hohe Kunst, aber es ist wieder so hoch, dass es so einfach zu verstehen ist. Ja. Also man kann, es ist wie wenn das jetzt irgendwo, wenn man in der Bar sitzt und das läuft aus einem Lautsprecher, man ist sofort vereint damit. Und das ist bei Grieg echt speziell, diese Verschmelzung mit der Seele plötzlich. Also vielen Dank, dass ihr den Weg hierher gefunden habt und unsere Herzen berührt habt, unsere Seelen angesprochen habt. Wir werden jetzt noch Lieder von Wolf hören, wünschen Ihnen allen viel Spaß dabei. Schalten Sie nächsten Freitag auch wieder rein. Wir werden das verlinken. Wir werden auch von euch Seiten verlinken und teilen Sie unsere Videos, machen Sie es noch ein bisschen bekannter, unseren Blog, geben Sie einen Daumen hoch und bis zum nächsten Woche. Danke vielmals für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Und führte sie mit mir vor die Frau. Ich wollte
Himmelswunder im Himmel still und weit und fragt nach allem Wunder nichts vor Zufriedenheit. War er sein.